30-27 gegen Aue, wir sind alle erleichtert, aber was war es denn jetzt nun? War es ein Vier-Punkte-Spiel, war es einfach nur sehr wichtig, war es richtungsweisend, was war es? Ja, ich denke, in aller Linie müssen wir uns erstmal bei den Fans bedanken für den Riesensupport. Als Michi das Tor macht, ins leere Tor reinwirft, war die Halle wieder Kopf gestanden. Und zur eigentlichen Frage, ich finde, man muss sich über jede zwei Punkte hier in der zweiten Liga freuen und darf sich auch nach der heutigen Leistung drüber freuen. Das muss uns einfach wieder Selbstvertrauen geben und den Aufschwung müssen wir jetzt mitnehmen in die nächsten Spiele. 50 Minuten überragend, was war da los? Ja, es war Schänzlehölle live, ja, Schänzlehölle pur. Jeder hat sich wieder in den Rausch gespielt, du denkst nicht drüber nach, was du machst, du handelst nur noch instinktiv und ja, das zeichnet uns irgendwo auch aus, dass das schnelle Umschaltspiel hat perfekt funktioniert, die Abwehr stand wie ein Bollwerk und in Kombination mit dem Torhüter auch hinten drin, dass wir sie am Ende wieder rankommen lassen, daran müssen wir wieder arbeiten. Aber was sind die zwei Punkte jetzt wert? Schritt auf Platz 13 wäre erstmal gelungen. Tut auf jeden Fall gut, diese zwei Punkte. Gerade nach dem Spiel in Essen nehme ich an, wie du sagst, es gibt Selbstvertrauen, Auftrieb. Ja, also wie du schon gesagt hast, so eine 11-Tore-Klatsche, die musst du auch erstmal wegstecken im Training. So Montags die Schuhe wieder zu schnüren, fällt da schon nicht so leicht. Ja. Aber wir haben uns jetzt mit so einer Leistung hier gut rausgekämpft und wie gesagt, da müssen wir dran aufbauen. Letzten 10 Minuten einfach vergessen oder was war da? Am besten einfach vergessen. Okay. Aber jetzt nehme ich an, der Sonntag wird entspannter. Also wie ist es, sind ein paar Steine vom Herzen gefallen oder wie muss man sich das vorstellen? Wie habt ihr im Vorfeld gesehen, dieses Spiel? Wolltet ihr unbedingt gewinnen, so ein Heimspiel gegen direkten Konkurrenten, dass das jetzt geglückt ist? Ja, also muss man nur einen Blick vor dem Spieltag auf die Tabelle werfen. Aue ist ja ein direkter Konkurrent zu uns und du hast es in deinem Bericht ja auch schon gesagt, das klassische Vier-Punkte-Spiel ist uns jetzt heute geglückt und haben wir gewonnen. Und natürlich fällt da von jedem eine ganz große Last ab. Das muss sich für jeden jetzt hier wieder lohnen, auch im Training wieder Vollgas weiterzumachen, damit es nächste Woche genauso aussieht. Vor allem ein Wort noch zu Hamburg, besser ein Satz, absolutes Highlight, oder? Gegen den HSV in Hamburg spielen zu dürfen, geil. Auf jeden Fall, das sind die Spiele, für die du hier jeden Tag in die Halle kommst und dir den Arsch aufreißt. Und da freuen wir uns alle drauf. Genießen, Vollgas geben und mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Das machen wir. Viel Erfolg. Danke, Finn.